gibt sowieso nur Copyright Claims bei YouTube später. Und ich hatte sogar schon Copyright Claims auch bei Twitch, wobei halt in den gespeicherten Aufnahmen ist dann Ton ist deaktiviert. Und gut, dann greife ich mir mal OBS und warte mal, ich kann es einfach einrollen. Das ist halt das Schöne bei Linux. Man hat dann nur noch die Fensterbalken. So, Discord hätte ich gerne immer oben. So, das heißt, ich müsste eigentlich alles sehen. Hervorragend. Okay. Phantom Bot ist da. Statistiken sind da. Geskippte Frames haben wir gerade mal 14 Stück. Das kann man verschmerzen. So. Die nageln wir da oben dran. Was habe ich denn eigentlich dahinter zusammengerollt? Keine Ahnung. So. Okay. Und dann dreh mal auf da. Und wir hören bekannte Klänge. Ja, ich hatte ja gestern gesagt, heute nochmal mit Vora unterwegs und am Donnerstag dann wieder mit der Bastra. Juti. Ich vermute mal, Moment, ich muss noch mal kurz zu Facebook, weil da dürfte ja eigentlich der automatische Post stattgefunden haben, wenn oder so. Keine Ahnung. Ach, ich denke, dein geplanter Beitrag wurde veröffentlicht. Ja. Ach schön. Alles, was ich geschrieben habe. Ey, das raff ich alles nicht hier bei diesen Facebook-Dings. Das haben sie echt kaputt optimiert. Sollte alles viel einfacher werden, ne? Naja. Habe ich mich, glaube ich, schon mehrfach drüber aufgeregt, ne? Vor allem, dass man halt das tollen Design jetzt aufgezwungen gekriegt hat. Und ich kriege ja mal einen Vogel, weil man halt seine Beiträge nicht mehr chronologisch sortieren kann. Naja, das Problem ist, mit früher war alles besser, stimmt halt so nicht wirklich. Ich bin ja eigentlich gar nicht so, aber das Problem ist halt, Verbesserung oder Neuerung um das Neuerungswillen ist halt mehr als problematisch. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie gerade die Situation ist. Ja, Sotus hat, Alter, also es hat gar keine Steine mehr. Sotus hat alle bis auf unseren letzten. Na, super. Ja, was machen wir als erstes? Wir gehen einfach mal gucken, ob die Kriegsinsel besetzt ist.
Ja, dann würde ich ja mal sagen, wir laufen mit, wa? Ja, reiten mit. Wohin des Wegs? Crew. Bleiben wir beim Vor oder laufen wir einfach nur so? Also, bei der Festung. Hier in Genius. Hm. Ah, da unten. Nur Süttes. Ja, ich gehe davon aus, dass die versuchen, die noch fehlenden Dings zu kriegen. Die noch fehlenden Reichsjuwelen. Mal kurz im Clan Hallo sagen. Heiratada! Alles gut. Ich sag schon mal guten Appetit. Wir versuchen derweil die Sürter davon abzuhalten, unseren letzten Reichsjuwel zu kriegen. Ihr blöden Spells, ladet euch wieder auf. Hey, den will ich auch. Gemeinsam kriegen wir das hin. Doch alle rote Captions, ne? Ja. Okay. Hier alles Steel Viper. Von Steel Vipern ist immer irgendwer online. Godmode, einer ohne Clan. Ja, dann satteln wir doch nochmal den Bären.
Echt jetzt? Okay, in die Richtung wollte ich eigentlich auch. Ich wollte ja mal nach der Insel gucken. Jetzt nirgendwo hoch. Ist der ein bisschen sauer auf uns? Irgendjemand hatte ein Einsehen mit mir und hat mich geheilt. Rein da! Ja, ohne mehr Leute ist es hier aber eine blöde Stelle. Du bist ein Steel Viper. Du nicht? Okay, Alsius ist hier in Sirtis. Der Feind meines Feindes ist leider nicht mein Freund. Schräg auflaufen musst du, einfach nur schräg auflaufen.
Ja, ich glaube, hier kann ich nicht wirklich was ausrichten. Mal gucken, ob ich lebend nach Hause komme. Müssen wir irgendwo mal nachgucken können, ob der Soulmonger vielleicht gerade online, gerade da ist. Nicht irgendwie sowas? Nee. Okay. Gucken wir mal hier, wie es hier unten aussieht. Ja, guten erstmal. Ah ja, alles klar. Und da habe ich den Ritter 36 Skillungslink gekriegt. Dann reiten wir mal nach Hause oder lass uns gleich von Sultan oder Eisen zum Altar bringen, wenn es blöd läuft. Okay. Oh ja, ich sehe da Beschützertempel, Finte, Trollhaut, Hass des Ritters, Blocken ist geblieben, Verbündete schützen, das ist neu, defensive Haltung ist Schildwald, gibt es immer noch, Standhaftigkeit und Sternschild, Standhaftigkeit ist auch neu. Kein Ding. Ich reite erstmal rüber nach Medinet und skille das. Peter, Paul und Mary are riding through the prairie. Und dann hat mich Otto verlassen. Hallo, Herr gigantischer Toltar. Und Sie, die wo immer alle noch violett sind? Hallo, Elva, guter Lager. Alles gut. Oh, ich bin überlastet. Stimmt, ich muss den ganzen Scheiß mal verticken. Das sollte ich mal machen. Alter, ich habe hier ja einen Haufen Zeug, was ich hier rumtrage.
So. Dann halten wir doch erstmal hier vorne bei Ilsebill an. Hi, ich würde gerne mit dir handeln. Ich würde dir gerne Bärenzähne verkaufen, ein Waldbärenfell, ein Reptilienzahn, Korallenschlange, ein Kriegshammer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Imperial Castle, eingenommen, okay. Die Vollplattenhose. Großartig. Gewöhnlich. Schlecht, gut, normal, gut, schlecht, normal. Sehr schlecht, schlecht, sehr gut, normal, schlecht, sehr gut. Hm, okay. Panzerung 132. Panzerung 132. Plus 5. Naja, die, die ich anhabe, ist auf jeden Fall besser. So, die Dinge kann ich noch nicht tragen. 41, 42, 48, 40, okay. Die werde ich mal ins Lager packen. Das Schwert ist zwar schnell. Kritischer Treffer 24, 18. Mittel, hat aber mehr Treffer. Die Axt behalte ich erstmal. Ja, kann ich das Schwert verkaufen. So. Dann muss ich mal gucken, was habe ich hier. Die Erfahrung packen wir mal zur Glückskiste. Gesundheit plus 32. Ästhetisches Amulett. Hier nochmal das Ring. Jo, die sollte ich mal alle behalten. So, die kann ich glaube ich nicht verkaufen, ne? Ja. Ja, da ich eigentlich nicht. Crafte, kicke ich die mal einfach alle über Bord. Außer die feindliche Essenz. So. Dann muss ich mir mal einen Händler suchen. Ich skille erstmal. Ich brauche den Typ mit dem Eisen am Körper da. Wie immer zurücksetzen. So. Die neue Skillung besagt. Aufschlitz 1. Stumpfe Waffen bleiben alles bei 1. Durchbohrende Waffen ebenfalls. So, Taktiken bleibt auch bei 1. Vorhut. Vorhut geht auf 17. Nee, stopp. Vorhut geht auf 17. Finte. Ach ja, genau, das ist Umtreten, das ist ganz cool. So, Beschützertempel. Ist passiv, den habe ich sowieso dann immer aktiviert. Widerstand gegen magischen und physischen Schaden und Verfassung plus 12. So, dann soll ich mir wieder die Trollhaut zulegen, die ist ganz cool. So, dann haben wir die Eile des Ritters auf 4. Ne? Finte 4, Beschützertempel 4. Trollhaut 4, Eile
4. Das ist ganz schön wenig da draußen. So, 20% schneller. Ja, man ist nicht mehr der Arsch in der Gruppe. So, dann Schild auf 17. 17. Und zwar Blocken auf 2. Beschütze Verbündete auf 4. Also wenn ihr überlegt, wo ich mal hingucke, ich habe hier im Browser offen und da habe ich den Link, den Rajada mir gepostet hat, offen. Defensive Haltung auf 4. Schildwall. Schildwand. Das andere ist Dune. So, Standhaftigkeit auch auf 4. Was macht das? SE passiv. Ah, Widerstand gegen Betäubung. Das heißt, man wird nicht mehr auf in den Bogenschützen gleich umgeballert. Sternenschild für die Verbündeten und um Punkte zu machen. So. Okay. Das haben wir. Und jetzt suchen wir uns noch die Händlerin oder den Händler, der hier rumläuft. Achso, und ich sollte sie mir vielleicht hier auch noch hinlegen, ne? So. Ja, Fente ist, wie gesagt, sehr cool, das Umtreten. Trollhaut lege ich mir wieder auf die 6. So, Eile des Ritters. Vor kurzem Zeitraum sehr schnell. Mal auf die 7. Das ist passiv, das aktiviert sich automatisch. Blocken lege ich wieder auf die 3. Beschütze und Verbündeten. Dann mal hier die gehen wieder auf die 9 und die 10. Den lege ich mir auf die 8. 7 ist eine. Okay, Sternenschild haben wir. Beschützen. Defensive Haltung gehen wir wieder auf die 5. Standhaftigkeit passiv wird eh aktiviert automatisch. Gut. Händlerin. Oder Händler ist es, glaube ich, hier. Das ist der Waffenschmied. Schmied. Irgendwo ist doch hier der Händler, die Händlerin. Waffenschmied, Schmied. Ich würde nämlich gerne die Rüstungsteile in meine Kiste legen. Schneiderin, Schneider, Einwohner, Wächter. Gibt es hier in Medinet keinen Händler? Nö. Oder vielleicht mal ganz schnell auch
aufholen kann, damit ich den Anschluss nicht verliere. Wo ist denn in Medien... Oder gibt es in Medienet keinen Händler? Ja, jetzt habe ich es auch. Nee. Doch. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, danke. So. Charakterlager. Ach, gut. Was habe ich denn da noch so drin? Noch Dinge, die ich irgendwie verticken kann, welche ich gar nicht brauche. Holen wir erstmal ab. So, ich brauche Platz für 4 Sachen. Ich habe Platz für einen. Den brauche ich nicht. Schwerer Kettenbrustpanzer. Widerstand gegen. H32. Hier Furchensternennägeln brauche ich nicht. So. Wie? Das ist für später. Gibst du mir gerade was oder willst du mir was geben? Ich muss nämlich gerade kurz Platz machen hier, damit ich die Sachen, die du mir beim letzten Mal gegeben hast, rüberbringen kann. Und ins Lager. Rüstungsteile, die ich aber im Prinzip weghauen kann. Okay. Die muss ich echt erst abholen? Ja, ich weiß. Okay. Ja, nee, ist okay.
Also die Speere, die verticke ich eh. Weil ich will ja eigentlich nichts mit Speer und so zu tun haben. Ah, okay. Ah, okay. So. Warte mal, was haben wir denn jetzt? Brustplatte des Lichts hatten wir. Ja. Warte mal, dann packe ich mal die Lichtrüstung gleich wieder zurück. So, Panzerhandschuhe, das. So, dann ist halt die Frage, ob wir die Malak-Sachen. Okay. Habe ich. Ja, und als Waffe. Warte mal. Warte mal, Schild ist. Stimmt, da sollte ich den Schild zum Beispiel, den Löwenschild nehmen. Deswegen hatte ich den, glaube ich, auch aufgehoben. Die Kettenhose ist Angriffsgeschwindigkeit plus 3. Die Hose, die ich anhabe, ist gar nichts. So. Panzerter Kettenhandschuh hat Chance auf kritischen Treffer plus 2, bis zu 12. Aussprechgeschwindigkeit. Widerstand gegen magischen Schaden. Aufschlitzschaden. Ha! Ja. Auch die Sachen, die kritische Treffer teilweise um 10% erhöhen. Der Kettenbusspanzer ist der, den ich anhabe, besser. So.
den Speer. Den Furchenspeer. Vermutlich. Nee? Oder den mit Nägeln? Schild habe ich schon getauscht. Furchensperr. Den Level 30. Okay. So. Alles gut. Ach shit, den Säbel wollte ich ja nicht verkaufen. Egal, jetzt ist passiert. Jo. Okay. Aus mit der Kettenrüstung. Ja, mit Ketten halt. Und, nö. Da die Schild habe ich schon weggehauen, das große. Ich habe ja gegen das Löwenschild wieder ausgetauscht. Da war nur die dunkle Axis da noch. Kann ich auch noch verkaufen. So. Nö. Ja. Helm. Speer. Schild habe ich ausgerüstet. Und die anderen verkauft.
den Brüsti, den ich jetzt anhabe, ist der da. Mit besseren Zusatzwerten behalten. Dazu. Das andere kann ich eh noch nicht tragen. Der hat aber, glaube ich, auch nur Sachen, die keine Zusatzfunktion haben. Ne? Okay, das anziehen. Sieht zumindest schick aus. So, komm Schmied, handeln. Achso, das ist ein Item aus der Glückskiste, das kann ich nur wegwerfen. Das war auch in der Glückskiste, ist klar. Ich glaube, da war eine ganze Rüstung drin. Ja. Ah, genau, das ist die, die ich anhabe. Die war nämlich komplett in der Glückskiste. Alles klar, alles an.
Tele ist immer gut. Yippie! Und da sind wir. Spells zum Heilen und Befreien von Stunts. Genau, das ist. Beschütze Verbündeten oder. Genau. Den da. Thank you.
Okay. Das müsste sich einfach nur schneller aufladen. Ist da lang gelaufen. Jetzt kommt sie unten runter wieder. Der lädt sich gerade auf. Na komm, Trollhaut, lad schneller auf. Den hat es, glaube ich, gerade runtergehauen. Haustiere wieder ausgepackt. Thank you.
Ah, okay. Alles klar, Kevin. Bis morgen. Morgen bin ich ja den ganzen Tag am Start. So. Lauf einfach mal eine Runde schneller. Okay. Da kommt vor allem Wirtes runter. Ja, das war's.
So. Ja, die habe ich auch eingesetzt. Alles klar. Okay, hier sind wir wieder, Angersburg. Oh.
Komm, lad wieder auf den Bass. Ich hab den gerade geheilt. Komm, lad wieder auf. Ja, Alter, was ist doch so schön, Todesopfer als Auszeichnung zu kriegen. Was kriegt man denn, Todesopfer? Ah, für 50 mal sterben. Na. Oh, Scheiße! Keine gute Idee zu reiten.
Rückzug, tot. In dieser blöde Bogenschütze da oben. Thank you.
kein Problem. Wenn das so weitergeht, bin ich vielleicht ein Level weiter in Rajada zurückkommen. Habe ich schon mal Buffs aufgeladen? Nee. Kinder, was macht ihr denn immer? Wie viel dummer ein Gedanke? Ganz viele. Angusinwasser. Genau, die brauchen nur noch unseren. So.
Okay, der sieht nicht gut aus. Alter, hier vor meine Schildkröte. Ach cool, die defensive Haltung bleibt erhalten. Oder es ist ein Bug. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ein ganz schlechtes Gefühl, was wir hier machen. Steinen. Okay, wir greifen halt den Sotus Tower an. Ist klar.
Ja. Ey, vamos. Vamos, Herbert. Alles gut, wir sind alle da. Gleich tot sein werde. Yep. Oh, ha, der größte Teil unserer Party ist tot. Reite weiter. Reite weiter, kleiner Bär.
Genau. Und wenn wir hier sind, was machen wir als nächstes? Pinien Angersburg. Hi Wolf, hier 120. Na komm, bisschen Sprintbeschleunigung. Vielleicht können wir dir vorne noch aufholen, einholen. Lauf nicht weg, ich will euch schützen. Geist, lass mich in Ruhe. Na komm. Ich kann nichts sehen. Echt? So weit sind wir schon wieder? Nee, Trelleburg fehlt noch. Steh auf. Thank you.
komm, lad dich wieder auf, du blöder Spruch. Scheiße! Mist! Alter, und da kommen sie um die Ecke. Ihr auch alle hier? Super. Ich hätte meine Dämonenhaut gern wieder. Trollhaut. Ja, auch alle erstmal stehen geblieben, ne? Ja, schön, Alter. Also ist es denn schon hier unten oder stehen wir hier oben rum? Also wieder strategischen Rückzug. Alter, lass sie über die Brücke kommen. Full Arias Emboscada. Ich habe keine Ahnung, was Emboscada. Achso. Feinde. Okay. Hm.
Alter, bereit, wenn ihr bereit seid. Echt jetzt? Ja, okay. Dann sterben wir halt. Mädels, der Rest läuft aber nicht mit, ne? Na, kommt schon. Alter. He never saw him coming.
ist schon ein Ritter bei der Hand. Da oben kommt, Alter. Ja, nicht so gut. Conkubio La Flecha Encodora. Keine Ahnung. Sehr Asambogis. Sorry. Konnte ich nur ein paar Mal treffen. Scheiße. Scheiße. Alter. 1127 Schaden mit einem Schlag. Aber nicht schlecht. Das hat zumindest wieder einiges an XPs gebracht. Ja, komm. Wo reitet ihr hin? Okay, gibt Stress an der Festung. Gehört Südes. Gar nicht gelesen. Habe ich gar nicht gelesen, dass wir die gerade verloren haben. Komm zurück! Okay. Ja. Man kann halt nicht dreimal 1000 Schaden hintereinander nehmen. Lecko, Alter. Alter, wer wirft denn hier schon wieder Tomaten? Alles gut.
2300. Alter, ich hab nur 3200 Lebenspunkte. Ja, kommt. Lass uns wieder hingehen, ne? Ja, ich bin auch schon dreimal gestorben. Ja, sagte gerade jemand im Chat. Nur nichts erreicht hat, außer dass er dreimal gestorben ist bis jetzt. Ja, die haben tonnenweise Bogies, richtig. Das heißt Spanish Peace, ey. Gut gesagt, die haben tonnenweise Bogies. Vor allem die Bullies stehen alle da oben. Wollt ihr nicht noch was anderes überfallen vielleicht?
erstmal mal die C-Taste in Ruhe. Nee, das ist kein Bug. Das sind einfach so viele. Die nur hier drin sind, ne? Ha, du glaubst, ich kümmere dich alleine an, ne? Kannst du vergessen. Endlich, Alter. Ja, wo ist diese blöde Frage? Ufana. Naja, ich dachte, der war schon hinüber. War aber noch nicht. Puh, das hat uns einiges gekostet. Es war so, als hätten die alle Bogies, die sie haben, oben auf der Mauer gestanden. So.
Velopido. Ach, wir reiten einfach mit den Bummis mit. Ja. Schade. Ja, okay. Das werde ich jetzt sehen. Zu viele. Und sie kommen in unsere Richtung. Ach, guck an, wen sehe ich denn da vorne? Mit den weißen Flügeln. Schön. Komm, lade dich wieder auf.
Eieieiei. Alter, wer kommt denn von der anderen Brückenseite? Alter, eher so eine Überraschung. Komm, steh auf! Langsam. Ja, komm, mach Trollhaut. Danke. Defensive Haltung kannst du auch machen. Es regnet schon wieder. Chatten, das kann ich einfach nicht. Steh auf! Steh auf! Steh auf und lauf! Alter! Leck mich! Verdammte Axt, ey.
Na komm. So, wenn ich den nächsten Tod sterbe, dann werde ich Schluss machen. Ich muss die Kinder ins Bett bringen. Alter.
Wie lange läuft der denn noch hinter mir her? Und damit ist es auch mal erneut gefallen. Okay. Dann sollten wir uns vielleicht mal der vermutlich schon vor Ort seienden Rückeroberungs Streitmacht anschließen. Shitty shit. Ja. Komm, lauf doch einfach. Ja, alles gut, lauf. Okay. Es war fast zu erwarten. Okay. Tal der Wiederbelebung. So. Zack. Veranlassung einleiten. Und. Gut, Alter. Schön war's wieder. Und ich bedanke mich wieder für den Support in-game, vor allem wieder bei Rajana, beim Rüstungseinkaufen. Und auch bei der Skillung. Jetzt brauchen wir allerdings im Prinzip fast bald wieder eine für 37. Morgen werde ich den ganzen Tag über Airbrush streamen. Das heißt also kein Champions of Regnum Stream. Dafür dann halt wieder am Donnerstag. Ne? Also wer Bock hat, mir beim Malen und Airbrushen zuzugucken, ist gerne eingeladen. Und ansonsten... Nach Ignis geht's dann wieder am Donnerstag.